Mein Informatik 1 Laborprojekt ist ein ferngesteuertes Auto, welches ich über die Blink-App und über eine WLAN-Verbindung ansteuern werde. Für den Aufbau meines ferngesteuerten Fahrzeugs benötigte ich zwei Plexiglas-Grundplatten, insgesamt vier Räder, zwei Gleichstrommotoren und diverse Schrauben und Muttern. Für die elektrischen Bauteile meines Projekts habe ich über Fritzing einen Schaltplan erstellt. Hierzu habe ich alle elektrischen Komponenten eingefügt und mit den Leitungen angeschlossen. Das ESP32-Modul, das auf einem Steckbrett aufgesetzt ist, ist über eine Powerbank mit 5 Volt Spannung versorgt. Daneben ist noch ein Motortreiber mit der Bezeichnung L298N zum Einsatz gekommen, der für die Steuerung der beiden Gleichstrommotoren links und rechts zuständig ist. Dieser Motortreiber ist über 4 Leitungen an das ESP zur Steuerung angeschlossen. Der Motortreiber ist über eine extra Spannungsquelle von 9 Volt angeschlossen. Diese wiederum ist über einen Schalter hardwaremäßig vom Motortreiber angeschlossen, um die Spannung zu trennen. Um mir beim Betrieb des Projekts eine Betriebsbereitschaft anzuzeigen, habe ich noch eine extra LED an einen Pin des ESP32 angeschlossen. Für die Steuerung meines Projekts habe ich die Blink-App benutzt. Hierzu habe ich zunächst einen Button mit der Bezeichnung Steuerung ein eingefügt. Dieser zeigt mir über die rote LED an, ob das Fahrzeug fahrbereit ist oder nicht. Außerdem habe ich am unteren Programmierfeld meiner Blink-App noch zwei Joysticks zur Steuerung eingefügt. Der linke Joystick ist für die Lenkung des Fahrzeugs zuständig. Mit dem rechten Joystick kann ich geradeaus fahren oder rückwärts fahren. Der Button und die Joysticks sind als virtuelle Pins V1 bis V3 definiert. Hierbei müssen die Werte der Pins in der App eingestellt werden. Zur Veranschaulichung ist die Einstellung der Funktion V3 der Lenkung in meinem Beispiel dargestellt. Den Programmcode für mein Projekt habe ich im Arduino-Editor geschrieben. Hierzu habe ich zuerst eine kurze Projekterklärung verfasst und wichtige Projektinformationen wie Autor und Datum angegeben. Im Programm müssen zuerst die wichtigen Bibliotheken eingefügt werden. Dazu zählen die Blink-Bibliothek und die Wi-Fi-Bibliothek. Um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen, muss einmal der WLAN-Name und das WLAN-Passwort im Programm angegeben werden. Damit eine Verbindung mit dem Smartphone hergestellt werden kann, muss ein Authentifizierungscode, der von der App zugeschickt wird, angegeben werden. Danach werden die Pins der Motoren und der LED deklariert und den Pins des ESP32 zugewiesen. Im Void Setup wird die Baudrate festgelegt. Und mit dem Befehl Blink Begin wird eine Verbindung zum Wi-Fi hergestellt. Die Pins werden mit Pin Mode als Output deklariert. Anschließend habe ich die Variable Steuerung als Integer deklariert. Mit der Funktion Blink Wide V1 wird der Button für Steuerung ein in das Programm eingepflegt. Ist der Button betätigt, wird der Wert auf High gesetzt und die LED leuchtet. Dies wird mit dem Befehl Digital Wipe ausgeführt. Für das Fahren habe ich eine Variable Fahren eingeführt. Hier wird mit der Funktion Blink WideV2 der Fahrbefehl für Vorwärts- und Rückwärtsfahren ausgeführt. Zum Vorwärtsfahren wird die Variable auf Größe 1 gesetzt und die Steuerung muss ebenfalls eingeschaltet sein. Dann werden die Pins IN1 und IN3 mit dem Digital Wipe Befehl auf High gesetzt. Für die Rückwärtsfahrt wird die Variable kleiner 1 gesetzt
und die entsprechend beiden anderen Pins, IN2 und IN4, werden auf High gesetzt. Wird die Variable nicht geändert, so bleibt das Fahrzeug stehen und alle Pins werden auf Low gesetzt. Für das Lenken wird die Variable Lenken als Integer deklariert. Hier wird in der Funktion BlinkWhiteV3 die Programmierung für die Lenkung vorgenommen. Die Variable kann, wie die Variable Fahren, drei Werte annehmen, die mit dem Joystick eingestellt werden. Lenkt man mit dem Joystick nach links, so nimmt die Variable den Wert Größe 1 an und das Fahrzeug fährt nach links. Dies wird realisiert, indem die Pins in IN3 und IN4 auf Low gesetzt werden. Im anderen Fall, wenn die Variable Lenken einen Wert kleiner 1 annimmt, so fährt das Fahrzeug nach rechts und die Pins IN1 und IN2 werden auf Low gesetzt. Bleibt der Joystick in der Mitte, nimmt er den Wert 1 an und das Fahrzeug fährt wieder geradeaus vorwärts. Für die Rückwärtsfahrt, also für die Variable Fahren kleiner 1, wird das gleiche nochmal programmiert. Wird das Fahrzeug nach links rückwärts, so werden die Pins 3 und 4 auf Low gesetzt. Für die Rückwärtsfahrt nach rechts werden die Pins IN1 und IN2 auf Low gesetzt. Für eine gerade Rückwärtsfahrt, also Lenken mit dem Wert 1, wird wie zuvor die normale Rückwärtsfahrt der Pins deklariert. Im Void Loop wird mit dem Befehl blink1 eine Verbindung zum Blink-Server hergestellt und das Programm wiederholt sich immer wieder. Im Anschluss zeige ich euch ein Video von der Fahrt mit meinem App-gesteuerten Fahrzeug. Viel Spaß beim Zuschauen!